Es war schon ziemlich dunkel, als die Pumpen und Generatoren der Freiwilligen Feuerwehr Roßlaus und befreundeter Wehren zu laufen begannen. Nicht etwa ein Einsatz forderte die Florian-Zünger, sondern ein sogenannter Pokallauf im Löschangriff. Also wir führen heute zum zweiten Mal den Nachtpokallauf durch. Das ist einfach unter den Feuerwehren. Alle, die so Freunde der Feuerwehr Roßlau sind, werden da eingeladen und dann trifft man sich hier. Und mehrmals im Jahr macht man dies am Tage und wir haben uns halt entschieden, diesmal zu späterer Stunde zu machen, was den Reiz natürlich noch erhöht bei der Sache. 6 Mannschaften hatten sich zu dem abendlichen Spektakel angemeldet und das bei der erst zweiten Auflage. Die Kriterien der Bewertung knallhart, so wie sie auch bei Tageslicht angewendet werden. Die Hauptaufgabe der Zeitnehmer ist, oder der Wettkampfrichter in der Gesamtheit, ist, den sportlich fairen Ablauf des Löschangriffes der einzelnen Mannschaften zu kontrollieren bzw. auch zu bewerten, indem wir die Zeit dann nehmen. Das heißt, wir beginnen beim Aufbau. Der Aufbau dauert maximal 5 Minuten. In dieser Zeit hat die jeweilige Mannschaft das Podest und ihre gesamten Gerätschaften hier aufzubauen. Es erfolgt nach 4 Minuten und 30 Sekunden die Aufforderung, dass die Mannschaft die Plätze einnimmt und nach 5 Minuten beginnt dann der Start. Und dann erfolgt die Entwicklung der einzelnen Mannschaftsteile bis hin zur 90-Meter-Linie. Und an der 90-Meter-Linie steht dann ein Kamerad oder zwei als Trupp. Und dann müssen sie über das Strahlrohr dann die Fülleinrichtung mit ca. 10 Liter Wasser befüllen. Und es ist dann dort ein rotes Licht, es sind zwei Lichter, gelb in diesem Falle, woanders ist es rot oder grün. Wie gesagt, wir haben uns heute für gelb entschieden. Neben dem Wettkampfcharakter dieser Veranstaltung sollte aber auch der Zusammenhalt der Kameraden gefestigt werden. So zumindest die Vorstellung von Wehrleiter Schammer. Ziel dieser Veranstaltung ist ganz einfach, den Zusammenhalt zu fördern. Und wie gesagt, es ist neben uns noch die Freiwillige Feuerwehr Rottleben da. Alle anderen Feuerwehren kommen von weiter her. Und das ist einfach, man trifft sich mal wieder bei einer gemütlichen Runde und macht halt Löschangriff dabei. Und dass der Wettkampf auch ernsthaft betrieben wurde, zeigt die Tatsache, dass die Vorjahressieger einmal mehr die Nase vorn hatten. Garitz Bornum konnte den Siegerpokal später aus den Händen von Roßlaus Wehrleiter Enrico Schammer übernehmen. Ein Riesen-Gaudi war es allemal und auch Hauptschiedsrichter Siebert sah das Ziel erreicht. Das Ziel dieser Veranstaltung ist A, wie gesagt, ein kameradschaftliches Verhältnis, das in den vergangenen Jahren aufgebaut worden ist zwischen den einzelnen Feuerwehren, auch mal in einem besonderen Wettkampf, zum Beispiel diesen Nachtpokalwettkampf, aufzubauen bzw. auch weiter zu festigen. Denn ansonsten machen wir das ja in den Wettkämpfen am Nachmittag oder am Vormittag mit Kinder-, Jugendmannschaften, mit Frauen- oder auch mit Männermannschaften. Wie gesagt, das ist was Besonderes und auch wir freuen uns, dass wir hier in diesem Bereich daran teilnehmen dürfen, auch von der Wettkampfgruppe des Stadtfeuerwehrverbandes Dessau-Roßlau. Auch im kommenden Jahr soll es einen Nachtpokal geben und Wehrleiter Schammer freut sich auf hoffentlich noch mehr Teilnehmer.